Ja, ich komme ja schon. Oh, du Scheiße, mein Freunde. Bist du krank? Soll ich Paket legen vor die Tür, oder? Kein Problem, bleibst du so. Ich finde One Piece zwar mega geil, aber es lutscht sich aus. Wir müssen da immer mal ein bisschen Zeit dazwischen lassen, damit es sich, wie weißt, das ist einfach so wie. Ich weiß nicht, ob ich es bringen soll. Ist halt so wie die Ehe, weißt? So. Du hast halt dann am Anfang, gönnst du dir immer deine Alte oder den Alten. Danach, irgendwann hast du halt keinen Bock mehr. Denkst du, hey, ist immer dieselbe Scheiße, Mann. Deswegen lässt du immer Zeit dazwischen. So von Geburtstag zu Geburtstag. Einmal im Monat oder so. Aber wir wollen natürlich nicht den Qualitätsstandard einer Ehe imitieren, simulieren, sondern wir wollen das auf einem höheren, ja, auf einer höheren Ebene erleben, meine Damen und Herren. Was heißt es? Das eine Mal, was wir dann machen, so alle 2 Wochen oder so von mir aus, oder alle 3 Mal oder so von mir aus, machen wir es dann richtig geil, pegel. Aber da muss ich mir irgendwas überlegen, wie wir das pegel machen können. Vielleicht mehr Charakter, also nee, ich denke einfach, das wird von alleine schon ziemlich cool werden, wenn wir das seltener machen. Weil dann vergesst ihr wieder alles und ich vergesse wieder alles. Und nicht so, oh, weißt, ansonsten haben wir halt so Mittwoch, Sonntag und dazwischen sagt ihr dann so, ey, wir hatten doch schon den einen Japaner. Oh, hallo, mein Freund, wie geht's dir? Oh, hallo, Ahmed, Mann, wie geht's dir, mein Freund, hey? Du, Ahmed, Mann, hey, wo warst du die ganze Zeit, Mann? Ich hab dich vor eine Woche oder so bestimmt nicht gesehen, oder, Ahmed? Oder mehr? Oder, Ahmed, Mann, ich hab dich voll vermisst, Mann. Ja, ich habe auch vermisst, mein Freund. Ja, ich weiß, ich habe ein Leben, lebt weiter, geht weiter, weißt du. Gibst du mir eine Arbeit? Wir können dann reden, ja? Ja, Ahmed, Mann, kein Problem, Mann. Hey, warte mal kurz. So. Wie gefällt dir das? Das habe ich jetzt extra für dich so ausgesucht. Alle sind in der Stadt, Ahmed, Mann. Eins. Ach nö, das ist das hier, oder? Der Scheiß, da kommst du nicht hin. Das war das erste Mal, wo wir Pakete ausgeliefert haben. Wir konnten da nicht reinkommen. Du, mein Freund, aber den einen, ich komme da nichts rein. Ich weiß jetzt schon. Ich war da letzte Mal. Tür ist so, warum? Ah, Ahmed, ich weiß nicht, Mann. Vielleicht ist es ein anderes, Mann. Ey, schau nochmal nach, okay? Ey, und wenn du da nicht reinkommst, dann, ey, kein Problem. Dann sage ich es meinem Chef und dann machen wir das nächste Mal besser, okay, Ahmed? Okay. Ne, ich weiß, ich muss nichts gucken. Ich weiß, aber kein Problem. Ich schau. Und dann. Und dann ich geht, okay? Ja, also schönen Abend. Ja, Ahmed, Mann, okay, ciao, pass auf dich auf, okay? Wir sehen uns später, aber vielleicht, wenn du zu spät kommst, dann siehst du halt Joe, ja? Pass auf dich auf, okay? Oder, wie heißt er nochmal? Joe. Ja, tschüss. Tschüss. Sind wir hier überhaupt richtig? Das wäre so geil, aber nein. Du darfst halt keine Krankheiten erpien. Macht ja auch Sinn. Ich weiß, die wollen niemandem zu nahe treten, die wollen niemanden wegsnacken. Egal, warte kurz. Hallo. Ich habe eine Paket. Warte, wer ist das? Wer ist das? Warte kurz. Das ist Herr Haus. Okay. Bernhard Haus. Bernhard Haus ist ein. Weil die Häuser hier hoch sind, ist ein hochnäsiger Typ, okay, der ist so richtig, der ist so abgehoben. Und ist, sagen wir, der ist zu alt, der ist 38 und ein bisschen einsam. Der ist ein bisschen einsam, aber gleichzeitig hochnäsig, okay, das ist so ein Mix aus beidem. Ja, hallo. Ah, hallo, du, ich habe ein Paket für Herr Hause. Ja, das heißt Haus, das ist Haus. Okay, natürlich, kein Problem. Herr Haus, haben Sie ein Paket bestellt, oder? Ja, das habe ich. Aber bitte nicht so nahe treten, ja? Können Sie einen Schritt zurückgehen? Es tut mir leid, aber Sie müssen wissen, wenn Sie hier so nah rankommen, dann zieht Ihr Geruch hier rein und das will ich nicht, ne? Also Sie sind jetzt mit dem Fahrrad wahrscheinlich hergekommen, stinkt ein bisschen nach Schweiß oder sowas. Ich meine, ich judge Sie nicht, ne? Was machen?
ich stinkt oder was? Bist du mich verarscht, mein Freund? Ich mache dein Paket, bringt und dann sagst du, ich stinkt. Dein Ernst? Alter, bist du ein Teufel oder was? Ja, und hier einfach unterschreibst und dann ich geh schon wieder, kein Problem. Kein Problem, ich stink, kein Problem, danke. Danke, dass du sagst. Ja, nee, das meinte ich so gar nicht. Also ich wollte dich nicht beleidigen. Ja, einen Moment, mein Telefon. Meine Freunde ruft. Ich habe Freunde, Pisskopf, Alter. Hallo? Ahmed? Hä? Kannst du gucken bei Justiz, ob mein Auto dort? Bei was? Bei Justiz, Justiz. Was ist das? Bei Justiz. Hä? Hast du mich verarscht? Was ist ein Justiz, mein Freunde? Ja, bei die Justiz, wo du kommst in Habs oder nix Habs. Hä? Willst du mich verarschen? Was ist diese Scheiße? Hallo, andere Wort, wenn ich nicht weiß, was ist. Justiz, sagst du andere Wort? Achso, du meinst, wo haben wir gewartet? Auf den alten Mann? Nicht auf alten Mann, auf Igor. Ja, ja, ah. Ich weiß nichts, was ist Justiz, aber kein Problem. Ist ein arabisches Wort, oder? Nein, nein, Justiz. Du kennst doch Justiz. Ich kenne nicht, ich schwöre auf mein Leben, ich kenne nicht. Du wolltest mich verarschen. Ich schwöre auf deine Mutter, ich kenne nicht. Ich schwöre, ich weiß nicht, was ich ist. Kein Problem. Aber ich weiß, was du meinst. Ich schaue schon. Aber ich schaue nicht jetzt, sondern später. Ich muss fahren. Bei Karte eine andere Wort. Gericht, ja. Bei Gericht. Gericht, ja, ja, okay. Ich weiß schon Gericht. Aber es ist Justiz. Ist egal. Mir egal. Okay, ich wünsche dir einen schönen Spaß. Ich schaue später, okay? Ich gebe dir Bescheid. So in halbe Stunde oder so, okay? Hallo? Ja. Hallo? Okay, halb Stunde. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Ja, okay. Was machen du jetzt? Ich liefere das Paket. Ja, ich komme gleich. Einen Moment. Ich mach Telefon. Hallo? So. Ihr sagt, der Scheiße, also gib mir Telefon. Komm, nein. Ich gebe Telefon. Kein Problem. Ist ein Mann, ist ein Mann. Ja, mein Freund, der will reden mit dir, bitteschön. Ja, hallo? 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 Ja. Mit wem rede ich denn da? Was wollen Sie denn von mir? Ich hab gar nichts gesagt. Ich habe nur ein Paket bestellt. Ja, hier nehmen Sie Ihr scheiß Telefon zurück mit Ihren scheiß Freunden, Sie kleine verdammte scheiß Ausländer. Was? Was habe ich Ihnen gesagt? Ach du Scheiße. Kein Problem, ich mache selber fertig. Ich mache selber fertig, kein Problem. Okay, tschüss, also tschüss, tschüss. Ich habe keine Messer, ich habe vergessen Messer, so haben Sie was. Scheiße. Ja. Was, ein Messer? Oh, okay. Ich unterschreibe schon, kein Problem. Ja, gut, hat der Einschlag. Okay, tschüss. Alter, was labern wir hier für einen Scheiß, richtig RP-Bruch. Aber, das kann man machen, alles gut. Also, eigentlich ist es ja nicht RP-Bruch. Eigentlich haben wir das RP weitergeführt. So, kein Problem. Also, ich liebe deine Wand-RP-Logik. Hier sind Häuser hoch, also heißt der Typ Haus und ist hoch. Nee, ja, was soll man machen, Mann? Irgendwie musst du dir irgendwas aus dem Arsch ziehen, Mann. Ansonsten wird es viel zu schwer. Aber natürlich, ne, eure Vorschläge sind auch gerne gesehen. Gib mir. Perfekt, dann gebe ich dem und dann rede ich wie Bernhard Haus, Mann. Bernhard Haus, der Gute. Haben wir überhaupt echtes Messer nicht dabei? Haben wir nicht. Shit. RP-Strang mit nicht vorhandenem NPC. Incoming. Oh shit. True story. Und dann müssen wir den RP-Strang selber auflösen. Deswegen dürfen wir nicht ausreisen. Das ist so einfach ein Grund von mir, nicht ausreisen zu müssen. Aber ich wollte eigentlich, dass der Typ einsam ist. Mann. Ich wollte so, weißt du, so einen hin und her gerissenen Typen, der dann so auf der einen Seite sowas sagt wie: Ah, sie stinken schon ein bisschen, aber. Nein. Oh, warten Sie bitte, warten Sie bitte. Nein, gehen Sie noch nicht. Ich habe noch eine Frage. Wissen Sie denn, wo der nächste Paketshop ist? Ich habe ein Paket... Irgend so ein Scheiß, weiß. Einfach so random Gespräch, damit der Typ nicht geht, weil der halt so einsam ist. Hier, oder? So, das ist jetzt Herr Müllheim, hatten wir schon mal. Kasten hatten wir, glaube ich, auch schon. Herr Geldbörse. Okay.
Okay. Herr Geldbörse, bester Name, Alter. Als ob jemand so heißt. Egal, Herr Geldbörse, nicht Herr. Diesmal ist es jetzt eine Frau. Frau Geldbörse. Vorname Vanessa. Vanessa Geldbörse. Okay, falls jemand war. Oh, direkt gefunden. Vanessa Geldbörse ist richtige Golddiggerin. Die ist richtige Golddiggerin. Oh mein Gott, Alter. Okay, wir sind jetzt nicht heiß genug angezogen, aber schauen wir mal. Ja, ich komm schon. Was für... Egal. So, hallo. Hi, Süßer. Hallo, ich bin Ahmed. Haben Sie ein Paket? So, bitteschön. Wie heißt Sie noch, mein Mensch? Ja, ich bin die Frau Geldbörse. Apropos Geld, haben Sie vielleicht einen Euro für mich? Ich brauche das für den Kaffeeautomaten. Was? Kaffeeautomat? So habe ich sie. Hast du einen Kaffeeautomat mit Geld oder was? Nein, nein, ich bin nicht zu Hause. Ach, Sie Dummerchen. Ich meine einfach nur da draußen, vor der Tür, da oben, ganz oben, da gibt es so einen Kaffeeautomaten, wissen Sie? Und ich dachte so, Sie beide, Sie und ich, können vielleicht einen Kaffee trinken. Kaffee trinken? Ich muss arbeiten, mein Freund. Entschuldigung, sehr liebe von dir und du bist schön, Frau, natürlich kein Problem. Aber ich kann nichts, weißt du, ich muss arbeiten. Oh, Sie arbeiten also, arbeiten Sie denn viel? Ja, ich arbeite schon viel. Also nicht so viel, aber schon viel, ja, kein Problem. Ah, also haben Sie auch viel Geld, oder? Nee, scheiße, weißt du, die Arbeit gibt es wenig Geld. Aber wenn Sie viel arbeiten und wenig Geld bekommen, haben Sie dann trotzdem doch viel Geld, oder? Na, ich habe $300. $300? Am Tag machen Sie das, oder was? Nein, nein, was Tag? Nein, ich habe insgesamt mein ganzes Geld $300. Ach so, ja gut, ja. Okay, wo muss ich unterschreiben? Hier, bitteschön. Ah, okay, so, passt, oder? Ja, tschüss. Okay. Ja, okay. Tschüss. Direkt Desinteresse geklatscht. Direkt Desinteresse geklatscht. Ich so, der hat kein Geld. Ich hab keinen Bock. Perfekt. Will eine Kiffer-Studenten-WG sehen. Nee. Können wir machen, aber Kiffer, ich kann Kiffer nicht. Ich kann das nicht. Ich hab damals schon, als wir einen Joint geraucht haben, ich habe so fett reingecringed. Reingecringed. Das war echt schlimm, Mann. Aber ich kann es probieren. Wir üben. Kein Problem. Wir üben. So. Okay. Dann heißt der Justus. Das ist reich. Das ist ein Reicher, okay? Ein Reicher, der aber wenig Geld von seinen Eltern bekommt, weil die halt übel geizig sind. Der heißt Justus Adelstitel, okay, gut. Justus von Wand, okay? Nee. Wand wäre zu viel. Von Stufe. Justus von Stufe. Justus von und zu Stufe. Oha, der doppelten Adelstitel. So. Nee, der heißt nur von Stufe, okay? So. Hallo, Paket. Ja, ich komm schon, Mann. Oh, Alter. Warum ist diese Scheiß Klingel so laut, Mann? Oh. Boah, der letzte Shot. Oh mein Gott, der hat richtig reingeballert, Mann. Boah. Oh, warte mal. Wo war nochmal die Tür, Mann? Oh, fuck. Oh. Hey, die war da hinten, Mann. Hey, die war da hinten. Okay. Da hinten, oder? Ja, da hinten links. Okay. Links, oder? Oh, meinst du nicht rechts? Ja, ist mir egal, Mann. Halt der Maul jetzt. Ich will ja fett einen durchziehen, Mann. Psst. Alter, hey, lass mir noch was übrig, Mann. Hallo, ich habe ein Paket, bitte kommen. Ja, okay, ja, ich hab sie gefunden, Mann, ich hab sie gefunden. Boah. Ah, hallo, ah. Boah.
Für wen ist es Paketmann? Oh, hallo, ich habe ein Paket für Herr Justus Stufe. Stufe? Stufe, ja, von Stufe. Justus von Stufe. Alter, lass mal was übrig, Mann. Ey, was machst du da hinten? Alter, ey, du kleiner Pisskopf, Mann. Okay, warte kurz. Oh. Hast du was bestellt, Mann? Ich hab nichts bestellt, Mann. Wer war von uns nochmal Justus? Das warst du, Mann, das warst du. Ach so. Oh, okay. Oh, Alter, ich bin richtig weg, Mann. Boah. Ja, geben Sie mal her den... Justus, gell? So heiße ich ja. Oh, scheiße, Mann. Okay, passt so, oder? Was? Ja, natürlich. Musst du mir geben, zurück. Hallo? Alter, okay. So, bitteschön. Ah, dankeschön. Ja, dann habe ich hier Ihr Paket. Boah, danke, Mann. Boah, okay. Ciao. Da sind aber auch noch andere Drogen im Spiel. Was? Bin mal kurz weg, mich vor Lachen. Kringeln. Was ist denn Kringeln, Alter? Okay. Gut, war okay, oder? War okay. War okay. Justus und sein Freund da hinten. Da waren definitiv noch andere Drogen. Wie gesagt, ich kenne mich mit Drogen nicht so gut. Also ich kenne mich schon ein bisschen gut aus. Aber ich bin nicht so der Erfahrene mit Drogen. Deswegen gebe ich gerne zu. Oh. Auch wenn man manchmal meinen könnte, nee, du, ja, Kokain, ganz sicher. Ach, du und Kokain, ganz sicher. Nee, so viel Geld habe ich nicht. Was für 70 Euro pro Gramm, Alter. Piss dich, alle, nerv dich. Hey, wir könnten Kevin machen, oder wie heißt der nochmal? Heißt der Kevin? Piss dich, alle, nerv dich. Ja, Kevin. Oh, Kevin, hör auf, mich zu schlagen. Ich bin deine Mutter, Mann. Ich weiß gar nicht mehr, wie die geredet hat. Hat die so geredet? Hallo, Kevin. Hallo, Kevin. Nee, ich weiß nicht mehr, wie die geredet hat. Die Supernanny ist da. Aber ich weiß auch nicht, wie die redet. Die Supernanny ist bei Kevin. Die Mutter ist ausgezogen. Jetzt übertreiben wir komplett. Nee, das ist nur Kevin. Der ist selber ausgezogen. Der lebt jetzt alleine. Und der hat eine Freundin, okay? Jetzt. Ich weiß nicht, warum der wieder eine Freundin bekommt, aber der hat eine Freundin, mit der lebt er zusammen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was Kevin noch alles macht, außer piss dich, alte sagen. Egal, wir versuchen es. Okay, da ist niemand. Bist du hier? 31. Bist du hier? Ne, 33, auch nicht. Hier vielleicht? Ne. So, warte kurz. Hä? Ah, okay. Die letzte Tür auch noch. So. Kevin, okay? Kevin, ich weiß, wie der mit Nachnamen heißt. Von mir aus heißt der Kevin Pflaume. Okay, nichts gegen Kai Pflaume. Aber der heißt Kevin Pflaume. So. Ja, was wollen Sie? Nee, warte, der redet anders. Ja, was wollen Sie? Ja, yeah, was willst du, Mann? Hey. Nee. Hey, was willst du, Mann? Nee, wie redet der, Alter? Nein, was willst du? So, okay. Oder hat der ein... lispelt der? Nee, der redet. Nee, was willst du? Okay, perfekt. Alles klar. Krrr. Ja, was willst du, Mann? Du hast ja schon mal geklingelt. Ja, aber du bist nichts kommentiert. Ja, okay, kein Problem, jetzt bin ich da. Hallo. Ja, was willst du? Ich habe ein Paket. Kein Problem, nichts. Machst du nichts aufregen. Kevin, wer ist denn da? Ist der Paketbote jetzt. Nerv nicht so viel, ja. Okay, mein Freund, musst du einmal unterschreiben. Ich habe ein Paket für Kevin Pflaume. Bist du, oder? Egal, ist mega. Ich sag einfach ab jetzt immer bist du, oder? Ist mir scheißegal, Mann. Ich nerv mich jetzt nicht selber, indem ich immer sage, hey, was für bist du, oder? Das ist hier Selbstkritik auf einem anderen Niveau. So. Hey, okay, Mann. Ja, wo muss ich unterschreiben? Hey, Kevin, Mann, ist der Typ noch da, Mann? Ich,
weiß nicht, warum seine Freundin Mann sagt. Hey Kevin, Schatzi, Schatzi, Bubi. Oh, nerv nicht. Ah. Kevin, wer ist denn da jetzt? Oh, ich hab doch gesagt, da ist der Paketbote, Mann. Oh, jetzt geben Sie mal bitte den scheiß Lappen her, Mann. Ich muss unterschreiben, Mann, hier. Ja, hier, okay. Ja, hier, bitteschön. Ah, okay. Oh, hallo, Herr Postbote. Haben Sie ein Paket für Kevin oder für mich? Ist für Kevin, mein Freunde. Oh, jetzt, oh, nerv nicht, Mann. Bitte, alle, nerv nicht. Oh. Okay, ich gehe wieder. Kein Problem. Oh mein Gott, du bist immer so aggressiv, Mann. Hast du heute deine Pille nicht genommen, oder was? Du kleiner Arschkorsch, du kleines Arschloch. Ich wollte du kleiner Arschkopf sagen, ob es wäre Ahmeds Beleidigung gewesen. Habe ich es nicht gemacht. Okay, ich gehe ja schon. Okay, ich gehe ja schon. Tschüss. Danke für das Paket. Ja. Ja, ja, hier geben Sie mal das Paket, Mann. Hier haben Sie den Scheiß zurück. Okay, okay, kein Problem. So, bitte schon, meine Freunde. Bitte, dein Paket. Ja, hier haben Sie ein bisschen Trinkgeld. Tschüss. Bis dich alle. Nerven euch. Ich kann halt echt nicht. Ich muss mir das nochmal anschauen und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr bringen. Lol, wir können Andreas machen. Aber Andreas macht, glaube ich, keinen Sinn. Wo, meine Süße? Zieh dich dann auf. Papa, zieh dich auf, dann lauf. Mhm. Zieh dich auf. Also mein erster Eindruck, hochnäsige Zicke. Ich kann das natürlich in- und auswendig, kann ich mir nichts sagen. Aber ich weiß nicht, wie ich den Charakter packen soll. Also, ich habe mal probeweise in der Küche geguckt. Deine Anspielungen mit Obst und so weiter. Also ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Jetzt bleib doch mal sachlich. Ich bleibe jetzt nicht sachlich und jetzt wird weiter diskutiert. Nee, warte. Nee, warte nicht, jetzt wird weiter diskutiert. Ich bleibe jetzt nicht sachlich, das ist mein Haushalt. Ich weiß nicht, was sie da sagt. Ich weiß echt nicht, was sie da sagt. Halt, stopp! Nein, jetzt red ich. Scheiß drauf. Ich kann es gerade doch nicht mehr. Ich habe es schon lange nicht mehr angeschaut. Auf jeden Fall, ich kann viel davon, aber nicht alles. Wenn es wahrscheinlich vor mir laufen würde, ich könnte es 1:1 machen. Aber es läuft ja gerade nicht, deswegen mache ich es nicht. Nee, warte. Das ist Herr Hydrant. Der trinkt die ganze Zeit Wasser. Der hat einfach so eine Wasserflasche bei sich und trinkt einfach, bei jeder Pause trinkt er einfach was. Oder immer, wenn er was sagen will. ASMR incoming, true story. Immer, wenn er irgendwas sagen will, dann gönnt er sich. Gönnt er sich einen Schluck erstmal davor, okay? Das sind einfach so, das sind die kleinen Ticks, die die Leute dann haben. Der mag es halt nicht, wenn sein Mund trocken ist, weißt? Deswegen befeuchtet der immer seinen Mund, bevor der redet. Peter Hydrant, okay? Peter Hydrant. Das ist so ein Reicher, der ist 45, der macht richtig viel Sport, der fährt die ganze Zeit Fahrrad. So einer von den Reichen. Die so, deren Hobby ist einfach Fahrrad fahren. Sonst nichts. Die fahren nur Fahrrad. Sonst einfach nichts. Die fahren aber richtig viel Fahrrad. Die haben so die Waden von des Todes einfach. Die haben so richtig. Deren Wade ist so groß wie dein Kopf. Peter Hydrant, okay? Ja, hallo. Warte, so. Ah, oh, hallo, ich bin Ahmed. Ich habe ein Paket für Herr Hydrant. Ah, oh, warte. Ja, das bin ich. Aber was das wohl ist, ich habe mir letztens einen neuen Sattel bestellt. So ein, wissen Sie, so ein Fahrradsattel. Weil ich fahre sehr viel Fahrrad. Oh mein Gott, ich bin letztens 87 Kilometer an einem Tag gefahren. Also, das ist nicht mein Rekord, aber ich bin auf jeden Fall gut dabei. Ich war von hier, bin ich gefahren nach San Fierro und dann bin ich wieder zurückgefahren am nächsten Tag. Also ich und meine Frau, wir sind sehr, wir sind sehr engagiert, ja, was also Sport angeht. Das ist ja toll. Da war dann so ein Marathon und so, das war toll. Da sind wir auch noch den Marathon gelaufen, da sind wir auch nochmal geschwommen. Also es war fast schon Triathlon, aber das ist egal. So, bitteschön, Sie haben ein Paket für mich? Ich habe ein Paket. So, bitteschön. Oh, okay, einen Moment.
was verschluckt. Perfekt. So. So, bitteschön. Ah, danke schön. So, hier haben Sie Ihr Paket, ja. So, bitte schön. Oh, oh, ja. Ja, ja, oh, danke schön. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Passen Sie auf sich auf. Und hier nehmen Sie das kleine bisschen Geld mit. Ich meine, wie kann man sonst den, der armen Schicht denn helfen? Ja, tschüss. Stimmt, wir können auch mal so mit Lache oder sowas irgendwas ausprobieren. Hey, das sind gute Ideen. Guck mal, wir haben jetzt, wir sind jetzt von Akzenten und Stimmlagen sind wir jetzt darüber hinaus auch noch auf komplett kleine Eigenschaften gekommen. Sowas wie Wasser trinken, kiffen und auch auf so, keine Ahnung, so Sachen, die sie so vorlieben und sowas. Weißt du schon? Pegel! Pegel! Also echt, echt nice. Dein Wand-RP hat teilweise mehr Tiefe als so manche Charaktere auf dem Server. Respekt. Ja, ich weiß. Ich weiß, deswegen macht es mir auch so viel Spaß. Also auf jeden Fall macht es mehr Spaß als Kreis-RP. Je nachdem, mit wem du den Kreis bildest, aber in den meisten Fällen ist es für mich einfach immer so. Hm. Aber nur Front natürlich. Ja. Wir wollen die jetzt nicht beleidigen oder sowas. Die haben Boys und Girls. Die sind halt vielleicht neu im RP-Business, weißt du? Und wir haben halt ganz leichte Charakterstörungen, die wir halt einfach ins RP einfließen lassen. Die Wand, sie spricht zurück. Apropos, boah, ach du Scheiße, wo ist dieser scheiß Eingang? Ah, hier. Oder? Glaube schon. Glaube ich schon. Warum bist du gerade gejoggt? Magst du mir das bitte erklären? Ah, wie heißt die? Frau Laterne. Ich geh jetzt. Perfekt. Ja, guten Appetit, guten Appetit. Okay, alles klar. Stimmt, das hat er geschrieben, gell? No front gegen den Boy, falls er das sieht. No front. Wir machen uns einfach ein bisschen lustig. So. Am Ende ist der irgendwie so Support oder so und kickt uns direkt, der Band uns. Der so, Ahmed Baba, das war's. Ja, ich komm ja schon. Oh, du Scheiße, meine Freunde. Bist du krank? Soll ich Paket legen vor die Tür, oder? Kein Problem, bleibst du zu Hause? Nein, ich komm ja schon. Ach du Scheiße, meine Freunde, was ist hier los? Jetzt macht die Tür auf. Quick! Oh, oh, was ist denn für ein Gestinkt? Ach du Scheiße. Hallo? Bin ich übersteuert? Ach so, Scheiße. Shit. Sorry, sorry. Hallo? Ja, hallo. Hallo? Ja, was wollen Sie denn? Ja, hallo, ich habe ein Paket für Sie, Frau Laterne. Sind Sie so, oder? Ja, das bin ich. Warten Sie kurz, warten Sie kurz. Kommen Sie, Kleine, atmen nicht vergessen. Okay. Ach du Scheiße, mein Freund, Scheiße, mein. Ich gebe dir Paket, kein Problem, nimmst du Scheiße, ich gebe dir, okay, so ich krank hier war geruft. Nein, nein, das ist normal, das ist normal. Ach du Scheiße, ich rufe krank hier war, ich rufe krank hier war, warte kurz, warte kurz. Nein, nein, ich rufe, ich bin nicht versichert. Okay, okay, kein Problem, ja, ich gebe dir, okay. Okay. Tschüss, tschüss, musst du nicht unterschreiben. Tschüss. Ja, tschüss. Alter. Von diesem ganzen Geatme ist mir kurz schwindelig geworden. Was? Mein Hirn ist einfach so weggebrutzelt. Der so, hey, Sauerstoff, wo bist du, Mann?
komplett übertrieben. Komplett übertrieben. Die ist nicht nur, die hat nicht nur Rauchhusten, die hat Ding, Lungenkrebs, viertes Stadium. Die Arme. Ich habe nicht abgegeben. Ich bin ein dummes Stück Rotz.